Mann. Die tun mir voll leid. Okay, mal schauen, wie sie jetzt. Ich hab gehört, dass unser Trupp verlegt werden soll. Die Athener haben nachts angegriffen und 5 unserer Leute getötet. Naja, nur 5? Das ist ganz gut, oder? Ich habe das auch unter 4 Augen gemacht, jetzt interessiert mich aber, wie das andere wäre, ja. Aber das war eigentlich zu heikel, das wollte ich jetzt nicht für alle machen. Ich glaube, dann wäre sie richtig angepisst gewesen. Verständlich. Die machen Yoga, definitiv. Der Söldner ist weg, der hat uns irgendwie verloren. Das ist ganz gut. Mach selber den Weg. Okay. Jetzt ist die Frage. Blutende Herzen und gestohlenes Geld. Nun da Podarkes Wachen geschwächt waren, war es Zeit, ihn dort zu treffen, wo es weh tat, an seinen Geldbeutel. Cassandra musste nur eine Festung infiltrieren und das Herz des Staates stehlen. Easy. Nichts leichter als das. Gut, aber den würde ich trotzdem gerne töten. Allein darauf, also ja, weil er ein Arsch ist. Gut. Aber ich glaube, wir töten den so oder so. Könnte aber sein, also ich überlege gerade, weil an sich sie hat ja gemeint, sie will ihn selbst töten. Ah. Du warst erfolgreich, danke fürs Geld. Sie will ihn selbst töten. Also könnte jetzt sein, dass sie uns dafür haben will, ihn zu töten, weil sie es nicht selbst machen will. Ja, wobei, ist ja so oder so ein kein netter Typ. Ist schon so ein. Schatz der Insel, reif für die Ernte. Sehr schön. Das ist ja schon so ein Far Cry-Bösewicht, ne? Mal außenrum, da ist es, glaube ich, kürzer. Da sind überall Wachen. Mhm. Ich muss vorsichtig sein. In der Tat. Ja, der macht auch Yoga. Sehr schön. Gut, dann gehen wir mal rein ins Vergnügen. Mal schauen, ob der gut bewacht wird. Patsch, 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 patsch. Die Festung hat bessere Tage gesehen. Sie hätten ruhig etwas von dem Silber investieren können. Das ist wohl wahr. Ich überlege gerade, ob ich schnell dahin gehen soll. Der kommt natürlich jetzt hoch. Ach, ich wollte es eigentlich echt komplett sneaky peeky machen, ohne jemanden zu töten. Weil das echt lustig wäre. Der will mich doch jetzt verquaken, oder? Schau dich doch mal um! Hier, da hinten ist ein Schiff. Ist es euers? Müsst ihr Alarm schlagen? Oder wie wär's mit,
Ja, gut. Guten Tag. Ja, mach's doch mal wie er. Der macht es ja. Der macht. Der ist flink. Ja. Ich meine, währenddessen kann ich mir ja was einschenken, ne? Mein Glas ist leer. Gut. Ich schenke mir nichts ein, weil ich nichts mehr habe. So. Ach du, und du könntest doch jetzt mal irgendwie auf Klo gehen oder so. Oder, keine Ahnung. Schau mal, der andere ist schon da. Du könntest auch mal weitergehen. Soll ich schnell was hochbringen? Ja. Wäre cool. Apfelsaft? Oder irgendein Saft. Also Wasser. Wasser habe ich noch ein bisschen. Danke schön. Ja, ne? So ein dicker Sack. Ah, danke. Oh, okay. Das war eben zu heftig. Entschuldigung. Ich wollte dich jetzt nicht so beleidigen, aber irgendwie ja schon. Okay, da kommt der nächste, dann gehe ich mal weiter. Kommt der jetzt hoch? Nee, glaub nicht. Der geht jetzt komplett weg. Gut. So. Ja. Dann verstecke ich mich mal hier und schenke mir mal kurz was ein. Sarah kann ja ganz nett sein. Ja. Ich bin mal echt gespannt, ob wir das schaffen, das komplett ohne töten zu machen. Bin mal echt gespannt. So. So, da ist ein Söldner. Sehr schön. Wo ist jetzt der Schatz? Unter mir. Ist unter mir jemand? Das wäre mal ganz nett zu wissen. Ist da jemand? Nö. Ja, easy. Schafft. Das wird Kyra sehen wollen. 1700. Mal ganz hoch. Sehr schön. Der kommt jetzt auch ganz hoch. Dann gehe ich mal dahin. Alter, wir schaffen es halt wirklich, ne? Och, ich bin doch so ein Füchslein. Easy. Da ist er schon. Ah, und. Scheiße! Okay, vielleicht reicht es auch, den jetzt runterzuschmeißen. Und hinterher. Okay. Ah, nein! Nein.
Das war so knapp. Das war so knapp. Ja. Na los. Los. Ah, schade, schade, schade. Aber okay. Ich glaube, ein Verletzter, beziehungsweise der könnte ja auch einfach abgerutscht sein. Das wissen die ja nicht. Cassandra, da bist du ja. Es lief gut, hoffe ich. Wenn das Volk von Delos erfährt, dass Podarkes den gesamten Schatz verloren hat, werden sie ihn in Stücke reißen. Du hast Athens Einfluss auf Delos geschwächt, Podarkes bloßgestellt und den Weg für einen Bund mit Sparta geebnet. Ich könnte dich küssen. Warum machst du es nicht? Küss mich nicht. Ach, scheiß drauf. Komm. Wir haben schon so angefangen, jetzt ziehen wir es auch durch. Ich sehe nichts, was dich daran hindern könnte. Ach, du erfüllst mich mit Leben. Wenn du doch nur vor Thaletas nach Delos gekommen wärst. Ah, machen wir gar nicht. Gut. Oh, das wusste ich nicht. Morgen könnten wir alle tot sein. Achte. So YOLO-Ding, ne? Ich würde nichts verraten. Oh, das wusste ich nicht. Ja, und jetzt? Was soll... Hä? Ey, nicht gegen Talent. Das war meiner. Ja, ist ja klar, ne? Ja, also ich... Was würdest du nicht verraten, hä? Das wusste ich nicht. Morgen können wir alle tun... Also die zwei... Also diesen Grund hasse ich ehrlich gesagt. Es ist so dämlich. Egal, machen wir. Ja, das machen wir die Eins. Wir sind dumm. Wir wussten nichts. Du und Thaletas? Aber ihr seid euch in der Höhle an die Gurgel gegangen, wie. Er ist ein sturer, arroganter, ruhmsüchtiger Spartiat. Aber hinter Muskeln und Rüstung verbirgt sich ein Mann, den ich gerne an meiner Seite wüsste, wenn das alles vorbei ist. Ach, der Blick. Ihr beide, wie ihr am Strand gegen Athena kämpft, klingt sehr romantisch. Ich will mich nicht einmischen. Wir sollten vermutlich weiter. Sie werden bald nach uns suchen. Ich glaube, ich habe mich nie wirklich dafür bedankt, dass du hier bist. Du gibst uns Hoffnung. Ich gehe zurück zum Versteck. Doch wenn du so weitermachst, ist Podarkes so gut wie tot. Vielleicht kann ich doch Frieden finden. Die Cassandra ist so cool. Da wettert die... Oh. Hallo? Ich möchte nicht so beobachtet werden, bitte? Könntest du wieder gehen? Die Show ist vorbei. Arsch. Naja, gut. Dieses so... okay. Sehr schön. Gut. So, Göttin der Jagd. Oh, stimmt, wir haben einen Bogen bekommen, nicht? Ach, uninteressant. Was haben wir hier bekommen? Uninteressant. Fleischwolf. Ja, ja. Jetzt sind gerade die Vögel so laut, dass ich hier sie sogar über das Mikro selbst höre. Alter. Okay. Gut. Ah, stimmt. Quest.
Machen wir jetzt die Quest einfach weiter, würde ich sagen. Einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter. Wo ist die Quest? Ach, dann markiere ich sie einfach hier. Jagd der Göttin. Und was ist das? Der Weg Taldetas. Ah. Also der Weg der von Taletas oder der Weg der Göttin. Also ich weiß nicht, was mehr für uns spricht. Okay. Ich bin mal echt gespannt, wie das weitergeht. Also an sich, der hat kein Geld mehr. Der hat keine Verpflegung mehr. Also an sich müssten. Also an sich müssten die Soldaten jetzt revoltieren. Ich suche nach Kyra. Nicht hier. Bei der Jagd. Will dich dabei haben, sagte sie. Gern. Wo ist sie? Sie bittet die Götter um Glück bei der Jagd. Am Altar der Artemis. Östlich von hier. Im Norden des Gasthauses. Danke. Heißt es wirklich Artemis oder Artemis? Oh. Dimi, wo bist du, wenn man dich braucht? Artemis? Artemis. Ich glaube, ja, wahrscheinlich Artemis. Aber wahrscheinlich sage ich, oder will ich Artemis sagen wegen Athene. Aber ja, macht schon Sinn. Gut. Kamera aus, Kamera an. Treffsichere Artemis, lenke meine Pfeile. Ich bitte dich von ganzem Herzen darum, dass Cassandra die Tiere nicht mit ihren schweren Schritten verscheucht. Ich wäre leise. Wenn das schon leise für dich war, gibt es zum Abendessen nur plattgetretenes Gras. Veganer würden sich freuen. Autsch. Die Blumen erinnern mich an bessere Tage. Und du solltest dich wohl eher um deine Treffsicherheit mit dem Bogen sorgen. Hey. Die sind gut. Also, wenn ich meine guten Tage habe. Meine Pfeile lenken die Götter nicht. Ich bin nicht so begabt wie du. Also mit dem Bogen. Meine Pfeile lenken die Götter nicht. Ich muss nicht zu den Göttern beten, um mein Ziel zu treffen. Man weiß, dass sie gern in Tiergestalt erscheinen. Ich möchte sie nur warnen, dass ich komme. Denn ich treffe meine Ziele immer. Forderst du mich heraus? Komm, der Steinbock ist schnell. Wir werden keinen fangen, wenn wir hier herumstehen und plaudern. Jetzt muss ich aber echt treffen. Ein Ort, wo ich als junges Mädchen immer gejagt habe. Damals hieß es Jagen oder Hungern. Das kenne ich. Am Anfang habe ich Nager gejagt und gekocht. In einer Suppe sind die nicht schlecht. Und sieh, was aus dir geworden ist. Was aus uns geworden ist. Komm schon, komm schon. Sehr schön. So. Ist es. Und jetzt zeig mir, wie du schießen kannst. Drei Steinböcke sollten den Rebellen reichen. Okay. Gut, gut. Wo ist denn jetzt der Steinbock hin? Der war doch gerade da. Ah, da oben. Ich sollte vielleicht nicht schießen, weil meine Pfeile sind ja vergiftet. Upsi! Wieso schießt die eigentlich nicht? Hier sind. Das war eine gute Idee. Danke für die Einladung. Danke, dass du angenommen hast. Ich bin sehr treffsicher.
Du kannst wirklich gut schießen. Mhm. Ja, First das Strike. Auch. Ja, das auch. Ich check das nicht. Ich hab jetzt nur das Leder mitgenommen. Ich weiß nicht, ob Leder so genießbar ist. Na gut. Das ist ein Wolf. Und da ist ein Geier. Du kannst wirklich gut schießen. Ja, das auch. Warum sagt sie das? Meine Leute werden satt und die Götter bekommen ihr Opfer. Nur dank dir. Du bist eine gute Jägerin. Warum wolltest du, dass ich mitkomme? Sei nicht naiv. Da ist etwas zwischen uns, auch wenn ich weiß, dass ich nicht darauf eingehen sollte. Weil du Taletas liebst. Zumindest dachte ich das, bis du hier eintrafst. Oh oh. Bei der Jagd kommt mein Geist zur Ruhe und ich kann über unsere Gespräche nachdenken. Das wollte ich nicht. Und ist das gut? Ich kenne einen Ort, unten am Wasser. Dort ist es ruhig. Wir wären allein. Was hältst du davon? Ja, wobei, die Sarah hat ja gesagt, dass Taletas der Sarah gehört, also. Taletas hat Kyra nicht ein einziges Mal erwähnt. Ernsthaft? Gehen wir. Wir haben immer noch den Wein. Bring ihn her. Wie schnell die weg war. Lydia leiden schon so lange. Das ist das erste Mal, dass ich glücklich bin, seit der Krieg begonnen hat. Nimm das mit zu deinem Volk. Diese Inseln verdienen Frieden. Und du auch. Und was ist mit dir, wenn das alles vorbei ist? Ein paar fähige Hände können wir immer gebrauchen. Vielleicht werde ich einmal sesshaft. Doch noch ist meine Reise nicht zu Ende. Ich traue dir so einiges zu. Aber sesshaft werden? Ich weiß ja nicht. Forderst du mich heraus? Hör auf, dein Glück in der Zukunft zu suchen. Wenn es in Wahrheit direkt vor dir steht. Das hast du mich gelehrt. Nur ich wusste nicht mal, dass die was miteinander haben. Oh, okay. Naja, Spartaner halt, ne? Für die waren Frauen echt eigentlich noch weniger wert als im Rest der Welt. Oh, die Kamera war schon aus. Nein. Also der Pirat hält mir eine Klinge an den Hals und eine an den Bauch und er fragt, wie willst du sterben, Söldnerin? Schnell oder langsam? Meine Güte, wie ging es weiter? Er war so auf mich fixiert, dass er meinen Speer in seinem Bein nicht bemerkte. Er war tot, bevor er wusste, wie ihm geschah. Bitte was? Das hat meine Martha mir beigebracht. Warum fällt es mir so leicht, mit dir zu reden? Weil sich unsere Leben so ähneln und wir Ähnliches erlebt haben. Auch wenn wir so weit voneinander entfernt aufwuchsen. Ich will dich, Cassandra. Hier, jetzt, unter den Sternen. Alter, und jetzt halt sagen so, ich erwidere deine Gefühle nicht. Alter. Das wäre halt heftig. So, ja, die ganze Zeit so, ja, wir haben so viel gemeinsam, küsst mich und bla bla bla. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Ja, komm. Ich will dich, seit ich dich zum ersten Mal sah. Das
ja zensiert. Schöner Sternhimmel. Mykonos ist definitiv meine Lieblingsinsel. Und du bist meine Lieblingssöldnerin. Gut, wir müssen es Thaletas sagen. Es sollte unser Geheimnis bleiben. Wieso müssen wir es Thaletas sagen und warum sollte uns... wir lassen es einfach so stehen. Naja, egal. Kyra war echt nicht einmal Thema bei Thaletas bei mir. Ja, das ist halt der Unterschied zwischen Männern und Frauen, ne? Bei jedem. wir müssen es Thaletas sagen. Komm, wir sagen es Thaletas. Und ich bin gespannt, wie er reagiert. Thaletas sollte davon erfahren. Wird er. Früh genug. Doch im Moment muss er sich auf die Rebellion konzentrieren. So wie wir. Aber zuerst... Hey, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder auch zuerst das Vergnügen, okay. Kurze Frage, weiß Thaletas überhaupt, dass was zwischen denen ist? naja. Alter, du kleiner Scheißer. Warte, hat jetzt Kyra sich gerade in einen Wolf verwandelt? So voll romantisch. Ja. Das war unsere erste Beziehung in diesem Spiel, oder? Ich glaube, das ist ziemlich krass, oder? Weil man kann ja fast mit jedem was haben. Also nicht so heftig. Ich wundere mich schon, wieso holt sie den Dolch raus? Ja, dachte ich auch. So. Nee, mit dem Arzt hatten wir was, ne? Der sich total aufgeopfert hat. Ja, stimmt. Okay. Du hattest die Errungenschaft der Aphrodite schon. Okay, die bekommt man dann für... Okay. Gut, ja, mit den Arzt hatten wir schon was. Der hat mir so leid getan. Ist der beste Grund für sowas. Gut. Darf ich vorstellen? Hades. Gut. Dann, machen wir mal das, oder? Ich hatte Mitleid, nett. Ja. Okay. Wieso kann das, das mit dem Gift und dem Feuer nicht andersrum sein? Also Vergiftungsdauer ist für unsere Pfeile halt extrem geil. Feuerschaden machen wir halt nicht. Kriegerschaden machen wir auch nicht, aber 223 mehr Rüstung ist halt schon relativ positiv. Positiv. Ja, das ist dagegen jetzt schon nice.
Reaper-Kapuze. Aber die sieht kacke aus. Kopfschussschaden, Schwertschaden, Attentatsschaden. Und der Attentatsschaden... und den muss ich halt dann noch... den muss ich halt dann noch auftunen. Okay. Nee, brauchen wir nicht. Okay. Dann gestärkt gehen wir dann mal zum Delos.